أصدقائي، أنا اليوم حبيت أخذكم بجولة بسيطة مزرعة الخيول. شيء جميل جدا ما شاء الله، يعني 15 خيل موجودين بهالمنطقة هاي، وصاحب عربي طبعا من أصل سوري، هو نمساوي، وفي خيول طبعا منوعة، هي حاصلة على ميداليات كثيرة ما شاء الله، شيء جميل جدا. رح نحكي مع صاحب المزرعة، بس هو بدي يحكي بالألماني طبعا، ورح نحكي مع والده كمان، هو والده مستشار في الطب البيطري ما شاء الله على مستوى أوروبا كمان. ويلا ما بدي أحرق لكم الفيديو، رح نشوف هلا تفاصيل أكثر، خلوكم معنا. Hallo, es freut mich, euch hier zu begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sadi Abdu. Ich bin ein Österreicher mit arabisch-deutsch-ungarischen Wurzeln. Mein Vater ist Syrer, Tierarzt, vor 50 Jahren nach Österreich gekommen. Und wir leben hier im Bezirk Wiener Neustadt, Katzelsdorf. Und ich vertrete die Western-Pferderasse American Quarter Horses hier in Österreich und bin selbst auch Pferdezüchter. Hier seht ihr einen meiner Deckhengste, der heißt Smart Rattlesnake. Dieses Pferd ist mehrfacher Europameister. Und diese Pferde, neben diesem Hengst, stehen auch Stuten und Fohlen hier bei uns. Züchten wir hier auf 5 Hektar Eigengrund und haben viel Freude dabei. Diese Pferde gehen alle in die internationale Zucht und werden auch in Österreich als auch im Ausland für den Sporteinsatz verwendet. Ihr seht, wie brav und ruhig dieses Pferd hier ist. Wunderschönes Wetter haben wir auch hier in Niederösterreich. Und das freut uns, wenn wir hier immer Besucher haben. Wir machen auch viele Programme für Kinder, wo wir Kindern Pferde näher bringen, den Umgang mit Pferden. Und wie ihr hier seht, auf diesen weitreichenden Koppeln ist auch genug Platz. Das ist jetzt ein Deckhengst. Wenn die Deckhengste sich gegenseitig begrüßen, seht ihr, wie munter die dann werden. Pferdezucht ist auch Landwirtschaft. Hier in Niederösterreich machen wir Heu und Stroh selber. Das heißt, alles, was unsere Pferde hier fressen, das ist das Heu von den Wiesen, und alles, wo unsere Pferde in ihren Stallungen liegen, das ist der Stroh, machen wir hier vor Ort selbst. Wir bauen das an, ernten das selber. So tragen wir mit den Pferden auch für die Regulation und die Funktion der Landwirtschaft hier bei uns bei. Unsere Pferde verbrauchen Heu. Wir brauchen am Tag, jeden Tag, ca. 100 Kilo Heu. Ein so ein Heubund hat rund 400 Kilo. Das wird hier auf den Wiesen bei uns angebaut und von uns selbst geerntet und dann den Pferden für das ganze Jahr zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind die Pferde draußen und fressen frisches grünes Gras, was heuer ein besonderes Problem ist, da die Niederschlagsmenge hier sehr gering ist und wir ganz wenig Gras bekommen haben. Umso wichtiger ist, dass wir noch lange Heuvorräte haben. Das Stroh, das sind die Stiele vom Getreide, das ist die Einstreu, das ist so quasi die Matratze für die Pferdeboxen, die wir gesehen haben. Auf dem schlafen die Pferde, und als zusätzliches Futter bekommen die Pferde ein sogenanntes Kraftfutter. Das sind Pellets, das sind zermahlene Getreidesorten mit Zuckerrüben, Melasse und anderen Stoffen, Zink, Spurenelemente, die in diese kleinen Pellets gepresst werden, und die Pferde bekommen zwischen 1 bis 6 Kilo von diesen Pellets davon täglich. Stuten mit Fohlen bekommen das meiste, ebenso Deckhengste, und die Jungpferde bekommen am Tag 2 bis 3 Liter. 100 Kilo Heu am Tag brauchen wir für alle Pferde. Jedes Pferd frisst am Tag zwischen 10 und 15 Kilo Heu, das wir in 2 Fütterungen am Tag in die Pferdeboxen bringen. Damit ist für bestes Pferdewohl gesorgt, und die Landwirtschaft hier im Bezirk Wiener Neustadt, die diese Produkte anbaut, hat ebenfalls einen wichtigen und ordentlichen Betätigungsfaktor. Das ist eine American Quarter Horse Stute, die One Hot Malana, und die hat ein ganz schönes Hengstfohlen hier. Das seht ihr, das ist noch keine 2 Wochen alt. Der Hengst steht auch hier, ihr Vater Laredo Wiss, haben das selber gezüchtet. Und der ist schon sehr lebhaft, wie ihr seht, und will einfach den ganzen Tag laufen.
Das ist eine Stute, die eine besondere Farbe auch hat, das heißt Palomino. Diese Stute ist 14 Jahre alt, kommt aus Amerika und hat selbst schon ganz, ganz schöne, tolle Fohlen produziert. Die haben wir heuer gedeckt auf der Universitätsklinik in Wien mit einem Gefriersamen von einem Hengst, den wir dafür aus Amerika gekauft haben. Und wir hoffen, dass sie trächtig ist. Diese Pferde sind ein Jahr alt, die sind letztes Jahr geboren. Dieses Pferd hat eine sehr große Laufbahn vor sich als Sportpferd. Die Farbe heißt Red Roan, das ist ganz selten, nur 4% der Pferde haben diese Farbe. Hier sind wir in unserem Labor und unserer Medikamentenkammer. Das heißt, jeder Tierarztbesuch wird hier aufgeschrieben. Hier schreiben wir genau bei jedem Pferd und jedes Jahr auf, wie die Rosse verlaufen ist, das heißt, wie empfangsbereit die Stute für den Hengst ist. Wenn die Rosse gut ist, dann wird die Stute mit einem Hengst im Natursprung befruchtet oder wir verwenden Gefriersamen. Der Gefriersamen ist in 180 Grad kühlem Stickstoff eingefroren und für eine Befruchtung brauchen wir normalerweise 8 von diesen Röhrchen. Dieser stickstoffgekühlte Samen ist ewig lagerbar. Das heißt, wenn er vom Hengst abgesamt worden ist, wird er in diese Röhrchen hinein und solange man ihn im Stickstoff aufbewahrt, bis zur Befruchtung, wir tauen 2 Minuten bei 38 Grad jedes Röhrchen auf. Und wenn das Pferd seinen Eisprung hat, dann ist der Tierarzt da und gibt den Samen direkt in die Stute, damit das Ei entsprechend von diesem Samen befruchtet werden kann. Das sind unsere Pferdewohnzimmer, das heißt Pferdebox. Die sind 4x4 Meter groß. Die Pferde leben hier auf Stroh, dann schlafen sie, haben Tränken in der Box drinnen, die sind im Winter auch beheizt. Und das, was ihr hier draußen seht, das ist ein Pferdepaddock. Das ist 6x4 Meter groß, das ist so quasi die Terrasse für das Pferd. Das heißt, im Sommer können die Pferde hier raus, wenn sie nicht auf der Koppel sind, sonst sind sie in der großen Box drinnen, die hat ganz viel Luft. Es ist ein Futterdruck drinnen. Ein Wasser, das sehen wir hier in der Ecke. Das Wasser ist auch beheizt im Winter. Und der Boden, das ist ein Gummiboden. Das ist die Tränke mit der Heizung. Und diese Boxen sind sehr, sehr groß. Die sind 4x4 Meter groß. Das ist wie ein Zimmer in einem Einfamilienhaus, 16 Quadratmeter. In einem guten Stall ist es auch ganz wichtig, eine Stalltafel zu haben. Das schaut hier sehr viel aus. Das ist auch für uns alles gut verständlich, auch wenn das sehr klein geschrieben ist. Jedes Pferd ist genau beschrieben, wann es entwurmt worden ist, wann der Hufschmied da war, die Hufe gemacht hat. Und wenn ein Pferd auf die Welt kommt, schreiben wir immer auf, um wie viel Uhr es auf die Welt gekommen ist. Wir sehen es auf den Videoaufzeichnungen und wir schauen auch, ob die Geburt gut verlaufen ist, ob die sogenannte Nachgeburt gut abgegangen ist, ob das Fohlen bei seiner Mutter trinkt. Und ob das Fohlen das erste Mal Kot lässt, das heißt Darmpech, also das wird von jedem Fohlen hier aufgeschrieben, während einer Saison und im Jahr darauf wird das gelöscht und dann wieder neu begonnen. Und zusätzlich gibt es, das ist ein sogenannter Behandlungsstand, wenn wir die Pferde künstlich befruchten mit Gefriersamen aus den Röhrchen, die ich hergezeigt habe, dann macht der Tierarzt das hier auf dem Behandlungsstand. Das Pferd wird hier reingestellt, dann ist das Pferd sicher und der Tierarzt ist auch sicher, der das Pferd entsprechend behandelt. Das ist das Büro unserer Zucht und auch von der Austrian Quarters Association. Hier sind alle Videoaufzeichnungen, das heißt, alle Boxen sind mit Videokameras ausgerüstet. Ich zeige euch das dann kurz. Und da ist ein Online-Stream ins Internet, damit wir immer sehen, was bei den Pferden passiert. Zusätzlich sind auch die ganzen Audioverkabelungen hier. Und auf was wir ganz besonders stolz sind, sind Fotos von all den Jahren. Wir machen das mit dieser Pferdezucht. Ich bin 53 Jahre alt, seitdem ich 11 Jahre alt bin, mit Westernpferden bereits seit über 30 Jahren. Und das ist ein kleiner Teil unserer Geschichte in der Pferdezucht und im Pferdesport. Ihr seht auch hier einige Pokale und Auszeichnungen. Der Stall ist permanent videoüberwacht. Das ist für uns deswegen ganz wichtig, denn wenn die Stuten die Fohlen bekommen im Frühjahr
können wir aufgrund des Livestreams auch bei uns im Haupthaus auf Telefonen, Tablets in der Nacht immer kontrollieren, ob gerade ein Fohlen auf die Welt kommt. Dann schauen wir auch im Bett, ob es soweit ist. Und wenn wir eine Fohlengeburt bemerken in der Nacht, kommen wir in den Stall hierher und helfen den Pferden, falls es ein Problem gibt. Die ganzen Videoeingänge sind hier und jede Box ist 24 Stunden live im Internet erreichbar. Unser Pferdesportverein und unsere private Zucht braucht natürlich auch immer wieder Leute, wo wir Sachen besprechen. Das ist hier unser Besprechungszimmer und auch hier sind wir sehr stolz, auch wieder viele Pokale präsentieren zu dürfen und auch ganz viel Literatur über das Westernpferd, über das American Quarter Horse, wo wir auch sehr aktiv sind und ich das in Österreich hier vertrete, gibt es natürlich auch sehr viel Büroarbeit, die hier erledigt wird mit Kollegen, mit Freunden und mit Mitarbeitern. Hier sehen wir einige unserer Gürtelschnallen. Das heißt, wenn man ein Turnier gewinnt, gibt es verschiedene Formen des Preises. Neben dem Preisgeld sind sehr begehrt solche Gürtelschnallen. Die sind aus Silber, die kann man sich vorne auf den Gürtel. Wir haben davon auch sehr, sehr viele. Das ist zum Beispiel eine aus 2008 für den Gewinn einer Meisterschaft hier in Österreich. Wir haben hier andere Gürtelschnallen für Europameister. Und diese Pferde sind ebenfalls eine Auszeichnung immer für ein bestimmtes Pferd, das ein ganz großes Turnier gewonnen hat. Das ist hier eine kleine Auswahl von Pferden, die wir gezüchtet haben und die in Europa und auch in Österreich Erfolge erzielt haben. Hier sind Stuten und Hengste abgebildet, zum Teil mit mir, zum Teil mit unserer Tochter, der Ina, auf den diversen Meisterschaften, beziehungsweise auch mit den Schärpen, die man bekommt, wenn man auf dem Turnier gewinnt. Herzlich willkommen hier im Katzelsdorf, Bezirk Wiener Neustadt, auf unserer Ranch Dahlenmaser Horses und gleichzeitig sitzt der Austrian Quarter Horse Association. Ich freue mich heute, euch unseren Stall kurz und die Pferde präsentieren zu dürfen und vielleicht gibt es die ein oder andere neue Information für euch, was hier in Österreich auch mit Westernpferden passiert. Mein Name ist Zadi Abdu, schön, dass ihr da seid.